Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zum Let's Play Bus-Simulator 21. Wir haben ja letztes Mal unsere Buslinien auf die Insel erweitert. Ich bin an ein, zwei Runden gefahren, dass wir die 15 geforderten Passagiere hinbekommen. Ich glaube, die Linie steht jetzt auch tatsächlich finanziell. Ja, okay, da ist halt leider kein Bus drauf. Ne? Das ist traurig, aber wir haben die halt tatsächlich echt ordentlich gefahren. Hier fährt einer, da fährt einer. Okay. Gut, das könnte man sich ein bisschen optimieren, indem man jetzt da vielleicht einen Bus abzieht oder so. Das muss man... Ja gut, das muss man da gucken. Wir stehen jetzt eigentlich hier, weil der letzte Teil unserer Aufgabe ja noch war... Oh, der sprintet aber ganz schön los. Der letzte Teil unserer Aufgabe war, einen Erdgasbus zu kaufen. Und da haben wir ja gesehen, da hatten wir noch keine Kohle für. Das hat sich aber dann parallel dazu auch erledigt. Elektro... 10G. Erdgas. Und da hätte ich gesagt, der hat einen viel kleineren Wendekreis als der hier. Die Hälfte. Okay, krasser Shit. Ich wollte immer den hier Iveco kaufen, weil, ja, ne, den MAN haben wir ja quasi schon im Fuhrpark. Deswegen wird jetzt hier mal der Vertrag für diesen Erdgasbus unterschrieben. Jetzt müssen wir mal erstmal eine kleine Testfahrt mit dem. Vor der Tür. So, okay. Ah, genau, den Bus, den kennen wir auch schon so in seiner Ausstattung. In der Art vom Vorgänger. Dann haben wir diese Folge mal wieder einen neuen Bus, hätte ich gesagt, ne? So, das hier ist einmal unser Dashboard. Einmal an damit hier, ne? So, dreimal, ne? So. So, und dann hätte ich gesagt, wie kriegen wir denn das Fenster auf? Da haben wir wieder so eine, ne? Haben wir dafür wieder eine Fahrgastraumbeleuchtung, Warnblinker. Okay, wir haben ganz schön viel Stuff. Nicht das, was ich jetzt finden wollte, aber... Ach, guck mal, oben ist er auch noch. Krasser Shit. Ja, okay. Gut, wir haben relativ viel Zeug. Ich würde aber sagen, wir fahren einfach mal los. Unsere kleine Testfahrt hier machen. So... Machen wir natürlich, wie es gehört, erstmal die eine Testfahrt rund um den Hof. So ist es ja gedacht hier, ne? Okay. Langsamer, schleppender Blinker. So, vielleicht kriegen wir hier mal wieder die Challenge einmal hin mit der Hütchen. Haben sie wieder aufgestellt? Ach, ich habe das mal ein bisschen abrasiert habe. So, da könnte man ja auch mal so eine Geschwindigkeits-Challenge machen. Also so schnell wie möglich dadurch. Nicht nur irgendwie, sondern... Recht zügig. Oh, ja gut. Passiert. Aber das ist auch eine enge Stelle, ne? Das muss man auch sagen. Aber ich hätte gesagt, den Bus, den kaufen wir. Packen wir gleich noch ein bisschen Werbung drauf, damit wir mehr Einnahmen haben. Das ist ja tatsächlich notwendig. So, wenn wir ja einmal den Hof verlassen, können wir das Ding einmal kaufen. So, Checkout-mäßig hier, ne? Würde den gerne kaufen. Ah, Tatsache. So. Ich freue mich schon darauf, da selbst mit dem Bus hinzufahren. Bett, bist du auch Busfahrer? Ja, Island ist wirklich schön. Ich glaube außerdem, dass es ein großartiger Ort für Touristen wäre. Auch gut betuchte Besucher fühlen sich dort bestimmt wohl. Wir müssen ihnen nur den Charme von Gold Island vermitteln. Wir könnten Anzeigen schalten, um Gold Island von seiner besten Seite zu zeigen. Oh, und unser Streckennetz ausbauen, um einige schöne Routen anzubieten. Und pass auf, dass du langsam fährst. Die Fahrgäste sollen die Aussicht genießen können. Ja, Aussichtsschmaussicht. Ich hätte mal gesagt, wir gehen mal ins Paint Paradise. Ach, dann nehmen wir den Bus mit, das ist ja lustig. Ja, okay. Dann können wir das tatsächlich mal auf die Art und Weise machen. Ich dachte nämlich, dann machen wir das halt direkt über übers Menü, aber machen wir das mal ganz kurz hier. So. Wunderbar. Wir brauchen einfach Werbung. Gibt einfach nur 1000, ne? Die sieht auch nicht besser aus. Wobei, ja doch, die... Ja, die ist halt zumindest... Ja. Die ist halt zumindest in Ordnung. Die stört halt nicht so ganz krass, ne? Ja, Gold Island Werbung. Ich finde, die sieht halt optisch echt cool aus. Achso, wir haben... Ah, okay. So rum. Jetzt. So.
Jetzt haben wir ja die Möglichkeit, da wieder neue Sachen zu tun. Wir haben jetzt einmal einen neuen Bus hier, ne? Seht ihr. Und den müssen wir natürlich irgendwie sinnvoll... Soll ich den irgendwie einen Kollegen zuweisen? Geht das? Ach, der ist auf gar keiner Linie, ne? Ja, gut, den fahren wir eh gleich selbst. Wir brauchen... Ah, wir haben schon gar einen Bus mit Gold Island Werbung. Verbessere die Stufe von Gold Island auf 3. Gut, dafür müssen wir da natürlich die meisten Haltestellen upgraden. Aber wir sind auch schon teilweise, ne, ein bisschen gefahren. Das ist ja das Tolle. Dadurch, dass ich da ja ein bisschen Geld einwirtschaften wollte. Jetzt haben wir natürlich noch die eine Haltestelle. Die haben wir natürlich noch gar nicht. Die zieht uns den Schnitt ganz schön runter. Dahin können wir ja keine Fahrten anbieten. Das heißt, ich würde sagen, wir machen wieder noch eine neue Linie. Fahre eine Ruhe mit den Hauptverkehrszeiten am Morgen und Abend. Also eine Dämmerung mit einem Erdgasbus. So, verbinde Gold Island und West Oakwood mit einer ausgeglichenen Linie. Das ist aber weit. Gut. Dann wollen wir das doch mal angehen, hätte ich gesagt. Routen, neue Route. So, da war ja das Problem. Warte mal. Neue Route, habe ich doch gesagt. Achso, ich habe da nicht drauf getippt. So. Dass die Hauptverkehrszeit hier eher in den Abendstunden ist. Fahre eine Route mit Hauptverkehrszeit. Ja. Das jetzt damit zu verbinden, ist halt schwierig, ne? Ihr seht das Problem. Das ist eine Route mit Hauptverkehrszeit tagüber. Aber hier wäre abends. Das heißt, West Oakwood hat auch ein paar. So, da und da. So, und sie muss ausgeglichen sein. Holy Macaroni. So. Ne, gut, dann machen wir das andersrum. Ne, oder wir machen hier nach da. Stufe der Bushaltestelle erhöhen, wenn wir das können. Ah ne, der auch mal andere Richtung. So. So los. Da können wir nämlich quasi von unten wieder herkommen. So, die Linie sollte ausgeglichen sein. Und die Hauptverkehrszeit morgen und Abend haben. Boah, Kinders, ey, ihr macht mich noch komplett. So, hier sind nur welche mit morgens und abends. So, also natürlich auch mal die Nachfragenthema. Das ist natürlich immer so. Und jetzt haben wir hier natürlich ganz viel Lila. Das heißt, wir brauchen mehr Grün. Das heißt, wir lassen das Lila weg. Nehmen vielleicht nur das Grün mit. Ja. Ja, die liegt halt auch einfach passend, ne? Das ist halt für so eine Art von Linie ganz cool. Es muss ja auch gar nicht alles davon in West Oakwood sein. Das ist ja, glaube ich, genau auch das Thema, über das da... So, dann machen wir diesen kurzen. Einwandfrei. Das ist eine schöne Linie. Auf dem Rückweg bringt ihr uns zwar absolut gar nichts. Wobei, wir könnten ja natürlich... Hat die ihre Hauptverkehrszeit dann immer noch? Dann wird es aber eher eine Tagsüberlinie werden, ne? Ja, genau. Dann hätten wir es ausgeglichen. Da wäre nochmal abends. Ja, okay. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir das noch irgendwie optimieren können, dass auf der Rückfahrt auch noch ein bisschen was ist. Die wäre jetzt 11 bis 24. Wenn ich die beiden Haltestellen jetzt dazu packe, wäre es mehr. Aber dann wäre es keine Linie mehr, die ihre Hauptverkehrszeit nachmittags und abends hat. 27. Ja, da bringt uns halt auf jeden Fall mehr Geld. Das ist schon mal schön. Hier, ne? Das hier... Wäre jetzt was für eine? So eine und dann könnten wir, das wird wieder zu der Haltestelle kommen. Ja, auf der Hauptstraße zurück, ne? Ausgeglichen und es ist eine Dämmerungsroute. Hab ich jetzt eigentlich nichts dagegen, ne? So, der Punkt zum Start ist halt ein bisschen suboptimal, aber das ist, glaube ich, in Ordnung. So, dann verbessere Gold Island auf 3. Ja gut, da muss hier natürlich noch ein bisschen was passieren. Wir müssten eigentlich noch mehr Gold Island Haltestellen mitnehmen. Also wir kriegen das leider nicht komplett hin. Jetzt in der einen Folge. Sonst müssten wir hier von mehr Haltestellen mitnehmen, aber dann wird die wieder unausgeglichen.
Sollen wir übernehmen mal die Änderungen? Ja, ja. So, ich weiß aber gar nicht, wird die denn Stufe denn auch erhöht? Wenn wir da, hätte ich jetzt einen Vollzeitbus. Ja gut, ich hätte da gerne halt irgendeinen drauf, ne? Das ist mir echt egal, ob das jetzt passt oder nicht. Hauptsache da, die wird ein bisschen bedient, die Haltestellen. Weil das eigentlich eine schöne Linie ist, so. Und die 7, die würde ich jetzt gerne halt mal fahren. Ja genau, da ist der Bus drauf, das passt. Und die fahren wir jetzt einfach mal selber. Verbessere, genau, damit wird er hoffentlich dann irgendwann auch die Stufe von Gold Island irgendwie erhöht. So, wir fahren diese Route mit dem Iveco. Ja. Ach Mist, das müssen wir wieder zu... Das finde ich halt wieder so eine... Oh, das finde ich wieder eine so super schäbige Angelegenheit. Ja gut, ne? Ich, fahr du mal weg, Bus, ne? Hab gedacht, du bist auf Linie. Geh mal... Danke. Fahr mal auf Linie. So, und jetzt kann ich da mal... Jetzt interveniere ich da mal rein. So, wo ist denn da der Bus? Weiß ich nicht. So, jetzt aber, ne? Gewählten Bus. Ja, aber der muss doch irgendwo sein. Ich bin da, ich blick da nur so mittelmäßig. So, auf der Linie haben wir doch einen Bus, ne? So, der Iveco. Der Iveco. So. Genau. So. Bist du das? Citaro K. Ach, die können doch einfach am Depot sein. Ah. Ja, okay, ich verstehe. Ich würde mich mal an die Starthaltestelle stellen. Machen wir das so. So, hallo, ich bin wie ihr. Ja. Ja gut, aber das ist halt mal, das ist eine Linie für... Haha. Das machen wir doch mal ganz kurz für die Dämmerung. Ist denn ab 16 Uhr schon Dämmerung? Ist die Frage, ich kenne ja die Zeiten nicht wirklich, ne? Ab 16 Uhr schon Dämmerung. Easy Snack, yo. Vielleicht kommt der Bus bald. Das ist meine Lieblingsroute. Der Ausblick ist fantastisch. Das Nimitz und Third. Ja, da wollen wir hin. So, hi. Willst du fahren oder kontrollierst du nur die Fahrkarten? Da, du kontrollierst die Fahrkarten, du fauler Dreckes. So. Kommt alle mal rein hier. War der nicht mit? Irgendwie wollen die wirklich nicht einsteigen, ne? Irgendjemand mit? Ja gut, ich kann auch mal kurz eure Fahrkarten kontrollieren, wenn ihr schon da seid. Hallo und schönen guten Tag. Ich hätte gerne mal die Fahrscheine gesehen. Danke sehr. Ach, was Sie mich noch mal? Ich habe keine Fahrkarte. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Erstmal dich da hinten. Dann dich da vorne. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, okay, irgendwie treffe ich mir immer die gleichen. So, das ist aber ordentlich Werbung hier. Ich würde jetzt aber sagen, wir müssen mal los, ne? So, dann heiße ich euch recht herzlich willkommen hier an Bord unserer neuen Linie nochmal auf die Insel. Genau, da geht ja darum, dass wir die Haltestellen upgraden eigentlich. Das ist ja so das Thema. Kriegen wir wahrscheinlich wirklich nicht mit der Einfahrt, aber müssen wir mal schauen. So, mal vorsichtig da rum. Der steht auch ein bisschen deppert. Ich muss mal kurz gucken. Ah, das passt. So, was macht der Kollege da? Der lässt gerade das Kneading hoch. Das heißt, er fährt gleich los, oder? Ansonsten können wir mal gucken, was wir noch Schönes alles haben hier. Krass, krass. Ja, fährst du jetzt mal los? Hallo. Hier muss ich aber wirklich anhalten, ne? Was hat denn der für Standzeiten hier? Das ist ja teilweise unfassbar. So. Muss halt schon ausgebaut. Ja, ja, aber ich will ja nicht hier, ne? So, einmal einsteigen bitte. Hallo, guten Tag. Da sitzen jetzt alle. Ich sehe das immer so schlecht. Ja.
Oh, muss schon passen hier, ne? So, und dann müssen wir ganz langsam fahren, hieß es. Ja, vielleicht auch nicht. So, ich hoffe einfach, dass das eine schöne, ausgewogene Linie ist hier. Dass wir das gut hinkriegen. Heißt, einfach keine Fehler machen und dann geht das schon. Ja, wenn das so einfach wäre, ich weiß. Ja, der Fahrplan scheint jetzt aber auch doch recht knackig zu sein hier. Das sollen wir ein bisschen danach gucken, aber... Ich meine, der Vorteil ist, wir fahren ja auch nochmal ein bisschen einen neuen Teil auf der Karte ab. Wenn wir bisher noch nicht waren. Und wenn wir jetzt für beide Haltestellen ein Level abbekommen sollten... Ja gut, wenn wir zweimal rechts, links machen, kann ich einfach hier und dann links, ne? Das ist der Plan. So. Ja, ne, mit dem Level Up, dann haben wir den Vorteil, dass... Ja, okay, ich halt mal an. Ich bin mal freundlich, ne? Ihr könnt gerne rüberlaufen. Ich bin Busfahrer. Was ich nicht toleriere, ist dieses... Hier, ich mache ein YouTube-Video. Hallo. Tut mir leid. GEMA habt ihr aber auch schon mal gehört, ne? Das ist absolutes Unding, was er da macht. So, komm. Jetzt aber. Der Jedi Drive. Werden die Haltestellen echt nur abgegradet, wenn man da selber fährt? Ich weiß es jetzt halt echt nicht, ne? So, und einmal. Du. So, jetzt sind ja gut Punkte hier. Einen schönen guten Tag, dann rückt der Zahltag ja wieder näher. Ne, ich habe also, das ist was, das hatte ich in den ein, zwei Fahrten, die ich halt vorher so machen musste, um ein bisschen Kohle zu scheffeln und die Haltestellen abzugraden. Aufgefallen, deine Mutter blockiert die Tür. Entschuldigen Sie, könnte ich gleich mal mit Ihrer Fahrkarte sehen? Moment, hier. Leute, unfassbar. So, geradeaus. Ja gut, die Linie ist ja tatsächlich... Ich hab geblinkt, gut, wollte gerade sagen, das war ein positives Plüm. So, es sind ja ganz schön kurvig, du, und dann da links und dann... Heieiei. Ne, und der Zahltag rückt quasi näher, je mehr Sachen wir quasi gut machen. Ne? Also wenn wir blinken, kneeling und so ein Stuff machen, kriegen wir ja oben diese... Wisst ihr wahrscheinlich eh schon, das ist für euch, denke ich, mal Wiederholung, aber... kriegen wir oben diese grünen Punkte. Und jeder grüne Punkt ist auf dieser Level-Zahlanzeige führt der quasi, ne, eins weiter. Ja, wie jetzt hier, ne? Und für jedes von dem Ding, ist doch wieder der Rollstuhljunge. Das heißt, wir können dieses Mal nicht den Blinker reinmachen. Nicht den Blinker. Wir können dieses Mal nicht das Kneeling reinmachen. Oder ich muss es nochmal hoch und runter fahren, weil das ist immer so ein bisschen problematisch. Aber ich roll dann einfach erst die Rampe aus. Manfred! Dankeschön. Jetzt weiß ich überhaupt... Fährst du bitte einfach noch einen Zentimeter weiter, damit ich die perfekte Parkposition habe. Danke. So. Dann zuerst die Rampe, dann das Kneeling und dann alle Türen. So, da kriegen wir nämlich am meisten Punkte. So, einmal bitte alle rein mit euch. Hallöchen und schönen guten Tag. Mehrere, zweimal Senioren, also auch gleich für den Fahrgast hinter Ihnen. Bitte schön. Ach, das ist ein günstiges Schmutz. So, haben wir den Rollstuhlfahrer? Ja, nice. So, Rampe einfahren. Oh, ich muss alles gleichzeitig drücken. Na, aber das funktioniert. So. Minütchen Verspätung. Ich hoffe trotzdem, dass wir... Du fährst nicht auf meine Spur. Dankeschön. Wir sind schon in einer Minute auf Gold Island. Ja, moin. So, warte mal. Wir haben ja Turn on Red, ne? Ich darf doch da jetzt abbiegen. Auch wenn rot ist. Hab ich mal gehört. Wir sind in America. Wir dürfen das. Ah. Korrektes Setzen von Blinker und keine Strafe, von daher passt das schon. So, liebe Leute, ich möchte Ihnen nun eine... Komm, ich könnte so eine Abzocktour machen lassen, ne? Ich kann gerne kurz vorbei...
Irgendwas stand da mit Fahrgäste, das tut mir leid. Ich kann gerne einmal kurz durchkommen und die Fahrkarte prüfen und dabei Bedarf 120 Euro einsammeln, wenn Sie das gerne wünschen. Ist nämlich ein ganz spezieller Gold Island Tarif, den Sie hier lösen müssen auf dem Weg nach Gold Island. Da muss man aufpassen, das ist wichtig. Muss man wissen. So, Gold Island, ich glaube, hier kriege ich nichts, kein Geld für einen Blinker oder so, aber... So. Ja gut, es fahren wir wieder in die gleiche Richtung. Das ist halt einfach von der Ausfahrt her das Sinnvollste, der Tütchen da. So, der Haltewunsch. Ach, Kollege. Ich gehe gerne in die Kirche, weil alle meine Bekannten auch gehen. Was ist denn nicht so schöne Gemeinschaft? Okay, dann brauche ich mal Hilfe beim Aussteigen. So. Bitteschön. Hast du ja immer ein bisschen Fahrkarten kontrollieren können, ne? Aber ja, da passt schon. Da steht ja der Gute hier, ne? Schick, schick. Aber wir haben auch verspielt. Ich dachte, wir haben irgendwie immer so viel Zeit da, ne? Und die Feststellbremse. Zack. Die konnte ich jetzt nicht upgraden, ne? Das heißt, das ist tatsächlich jetzt das Ding gewesen, dass wir leider nicht... Ja gut, aber die nächste kommen dann vielleicht beim ersten Mal. Dann müsste ich wahrscheinlich noch einmal mit der anderen Linie gurken oder sowas. Boah. Ja, das ist halt so ein bisschen das Belastende. Das ja, macht es halt teilweise leider ein bisschen unspannend dann zum Zuschauen. Deswegen sind das dann Sachen, die ich dann wahrscheinlich offscreen einmal im Vorhinein, also einmal fahre und dann... Ja, ne, weil ich müsste jetzt einfach nochmal entweder die Linie oder die andere Linie fahren. Dass ich das irgendwie geupgradet kriege, hat wahrscheinlich dann eher die hier als die andere. Ja, das ist halt ein bisschen... Das kann ein bisschen länglich werden und es ist halt einfach nochmal exakt dasselbe. Wenn ich jetzt einen neuen Bus hätte oder sowas, wäre das vielleicht ganz spannend. Aber so, glaube ich, hält sich die Spannung in Grenzen. Oder wir machen das einfach gleich hinten dran, ne, sodass das gar keiner mitbekommt. Und schön gut, dachte mal, zweimal Zahltag und so, das ist auch mal ganz schön. Ich meine, so schlecht ist die Linie auch gar nicht gezogen hier, ne? Ach komm, wir machen mal ein bisschen mehr onscreen. Ich habe eh nicht so viel Zeit, offscreen aufzunehmen jetzt. Achso, links geblinkt. Ich möchte gerne meinen Bonus dafür haben. Danke sehr. Dann einmal den Bonus fürs rechts blinken. Danke sehr. Ja, ne, wir haben die extra so ein bisschen gezogen, dass wir auf dem Rückweg dafür Platz haben. Dann machen wir doch einfach mal den... Dann ziehen wir das doch einfach mal durch hier, ne? In der Hoffnung, dass wir dann wirklich nach dem zweiten Mal tatsächlich... das... Okay, das freut mich natürlich für dich. Ja, Aussicht aus dem Bus ist auch immer fantastisch. Ja. Ne, weil ich habe mir gerade überlegt, sonst könnten wir die Folge auch gar nichts anderes tun. Soll ich nochmal... Ich glaube, ich würde, wenn wir... Ja, irgendwo halten wir doch bestimmt dann gleich nochmal an. An einer roten Ampel oder so. Leute, könnt ihr nicht mal vorher Zeug aufpassen? Fahrkarte, Hut, was kommt als nächstes? Wo ist meine Frau? Wo ist mein Kopf? Wo habe ich meine Hose gelassen? Und dann wird es dann also ein bisschen schwierig zu erklären, denke ich mal. So. Ja, aber hier sieht man wieder eher so, ne? So, ja, gut, dann müssen wir uns langsam da integrieren. So, da fahren wir auf die Stadt zu, da vorne. Das Rot. So, guck mal hier zum Beispiel, ne? So, sehr geehrte Fahrgäste, einmal die Fahrscheine, bitte. Hallo. Danke sehr, vielen Dank. Und das bringt auch gleich Geld, das ist auch nicht schlecht. So. Und zieh los. Schaffen wir auch noch über grün. Ach, sag mal. Gut, also man kann zu seiner Verteidigung sagen, dass wir eine Weile regungslos da saßen, aber trotzdem. Das muss man ja trotzdem nicht befürworten hier.
Ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht selber fahre, dann bringt das auch gar keinen Stufenaufstieg oder sowas. Sonst hätte ich halt gesagt, wir machen mal eine Runde quasi mitfahren beim Kollegen, was auch ganz spannend gewesen wäre. Aber ich glaube, da bekommt man keine Haltestellen-Upgrades oder so. Von daher, ja, ne, lassen wir das dann mal besser. Schon wieder Rollstuhl hier. So, die hier kann aus, ja, das freut mich natürlich so. Rampe ausfahren. Jetzt Kneeling. Und jetzt die Mitteltür. So, Zahltag. Ja gut, ist mir egal, ne? Bringt mir jetzt nicht viel. Und das ist auch der Grund, wenn das Ding oben voll ist, dann ist halt eben Zahltag und nicht vorher. Aus dem Grund habe ich mich immer gewundert, warum kommt das denn immer eins vor Endhaltestelle oder so. Das war halt Zufall, dass das vor Endhaltestelle immer war. Im Prinzip ist es einfach nur, wenn wir quasi genug Erfahrung gesammelt haben. So, Uhrzeit passt ja auch, ne? Ja, wunderbar. Dann sind wir halt mal länger eingeteilt, ne? Dann sind wir da einfach hin und zurück eingeteilt. Da bin ich aber gespannt. Vielleicht kommt er auch ganz... Ja, nach der Kreuzung, bitte. Ich kann jetzt nicht auf der Kreuzung stehen bleiben. Danke für Ihr Verständnis. Wo steht denn der jetzt? Zweite oder dritte Tür? Dritte Tür, ne? Komm, raus mit ihnen. Beweg deinen Arsch. So, da gibt er auch wieder... Hey, da Premium-Punkte und so. Ist immer gut zu haben, so ein bisschen was gut bei den Fahrgästen. Hätten wir aber auch ein Trinkgeld da lassen. Naja, gut, würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Von daher kann ich schon nachvollziehen. Vor allem noch mit dem Gebruddel, das ich dann noch auf ihn losgelassen habe. Ja. Ich kann. Ja, danke fürs Vorlassen. So. So, ja, ist mal ein bisschen leise, wenn das Fenster zu ist und Zeug. Da sind wir jetzt hier, ne? Ich glaube, wir sind da. So. Hier, die kann ausgebaut. Ja, das freut mich. Ich würde aber gerne eine andere ausbauen. So, schönen guten Tag. Hallo. Ja, 82 ist ja in Ordnung, ne? Keiner mehr drin, der irgendwie, ne? Nee, okay. So. Was? Ja, Wartung von Bushaltestellen. Ich verstehe. So, wo muss ich denn jetzt lang? Kann ich es nicht mehr optimieren? Ja, das kann ich optimieren. Hier direkt links fahre. So, Achtung. Ich muss da mal rüber. Dankeschön. Lässt er mich? Danke sehr. Vielen herzlichen Dank. So. Die Kollegen hier. So, dann zischen wir hier aber mal durch, ne? Los, los, los. Warum schlägt ihr mir denn so eine komische Route vor? Ich werde jetzt einfach hier geradeaus, dann wäre ich hier rechts gefahren. Ach nee, das ist die da vorne, ne? Ja, belastend. Hier starten wir. Ja. Das haben wir richtig smart gemacht. Ach komm, wir fahren mal um den Block. Dann blinken wir ein paar Mal. Da kriegen wir noch mehr von diesen fancy Punkten. Sonst hätte ich einfach gesagt, wir drehen dann einfach kurz auf der Straße. Aber ich kriege ja für jedes Mal blinken Erfahrungspunkte. So, Sie da, Sie warten. Das ist sehr nett. Vielen herzlichen Dank. Ja, komm. Nee, da gibt keine Punkte. Wenn das keine Punkte gibt, dann brauche ich auch die Leute nicht rüberlassen. Jetzt seid ihr, sie dübbeln schon auf der Straße rum. Dann wäre doch ganz schön assi, das nicht zu tun. Ey, Beeilung. Danke sehr. Ja, da kann man sich schon Spaß draus machen. So, ja, ich möchte auch noch ein bisschen, ne, ich muss ein bisschen Kohle verdienen hier. Ich möchte noch ein paar andere Busse kaufen. Also, da gibt es dann noch ein bisschen Auswahl. Deswegen, jetzt haben wir den Iveco als neuen, aber da gibt es ja auch noch von anderen Herstellern einiges Neues. Deswegen... Ja. Ich glaube, das hier war nicht so eine smarte Idee, ne? Das ist so die... Das sind so die Riesenkreuzungen hier. Da hätten wir echt... Ich glaube, da hätten wir jetzt über die Punkte gespart. Da hätten dann echt einfach einmal gedreht. Ja, oder halt prinzipiell die Linie andersrum designen, dass man nicht diesen komischen... Digga. Dann drück dich doch da einfach rein. Dankeschön. So, dann ziehen wir da einmal ordentlich durch hier. So, zapp, einmal nach links, rein damit und los geht die wilde Fahrt.
So, da gibt auch nochmal Punkte. Nee, hat's irgendwie nicht. Gab es dieselben Bands wie heute. Gute Musik und so, nee. So, Bushaltestelle. Ja, ja, aber ich will ja andere Haltestellen ausbauen. So, komm, jetzt haben wir hier schon ein bisschen Verspätung. Seid ihr alle drin? Seid ihr alle da? Ei, ei, Captain! Oh, wer wurde in Angel Shores? Ganz tief in der Florida Avenue. Okay. Gut. Ja, sag mal. Das ist aber auch... ich muss links. Danke fürs Irritieren, sonst hätte ich das gar nicht mitbekommen, dass ich... Kollege. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier sind zu viele Busse unterwegs. An den gleichen Haltestellen. Oh, sogar auf der Gegenrichtung. Also hier ist ein richtig krasses Umsteigezentrum, ne? Dankeschön. Ihr habt auch gewartet. Das ist ja nett von euch. So. Okay, jopp, gerne. Nee, Tür zu, Tür zu, Tür zu. So, ach Mist, dafür kriege ich ja keinen Bonus mehr. Das ist ja mal belastend. Ich wollte jetzt noch meinen Bonus abholen hier. Ja, gar keiner... Klassische Ausstiegshaltestelle, ne? So, haben wir alle drin, ne? Weh, da ist jetzt noch einer, der... Ist da noch einer, der vielleicht mitwollen würde? Nee, oder? Nee. Ja, krasser Shit, ist so richtig Downtown hier. Diese Brücke macht mir Angst. Sie ist so hoch. Ah, sorry. Na, okay, das war kein Bordsteinproblem. So, wollt ihr rüber? Ich lass euch... Ja, was jetzt? Dann halt nicht. So, will hier jemand rüber? Irgendjemand? Nee, ihr habt schon richtig Panik vor mir. Das tut mir leid. So, nochmal hier durch Chinatown. Digga, so. Einmal hätte ich gerne, dass du damit aufhörst. Hätte ich mir gerne deine Fahrkarte gesehen. So, dankeschön. Man muss ein bisschen Kontrolle haben hier. Optimal genutzt die Zeit. Danke, Spiel, für diese Unterbrechung. So, du kannst deinen Poppes gerne ein bisschen weiter auf die Kreuzung bewegen. So, und hier hätte ich jetzt... Ehrlich gesagt wieder dasselbe gemacht wie vorher. Mich drüber aufgeregt, dass der da einfach über die Kreuzung heizt und dann einfach ins Später gefahren. Ja, die sind aber auch ganz schön hier, ne? Die haben doch aber alle Vorfahrt gewähren da. Das finde ich jetzt... Das ist teilweise schon dreist, kann man das nennen. Ja, ja. So. Was macht der da? Fußgänger rüberlassen. Ekelhaft. So, muss man die Busse eigentlich tanken? Ich glaube, das war nie ein Thema. Ne? Man hat immer eine Buswartung am Ende. Boah, die spritten aber teilweise nochmal richtig schön los. So, ah ja, der New Line City. Da blockiert er mal wieder die Straße. Zumindest hat der Kollege überholt. So. Ach, das war schon das Rechtsblick an der Bushaltestelle. Ich dachte, das war das Rechtsblinken vom Abbiegen. So. Dankeschön. Guck mal, da geht es richtig fett Punkte da oben. Komme ich dem Zahltag immer näher, je netter ich zu den Fahrgästen bin. Schönen guten Tag. Einmal auch den Fahrschein bitte. Nee, okay. Aber dich habe ich noch nicht kontrolliert, ne? Da, dich habe ich schon kontrolliert. Na klar. Guten Tag. Jemand zugestiegen. Huch. So. Oh, mal los hier, ein bisschen Verspätung. Was feststellt? Achso, stimmt, ich bin ausgestiegen, ne? Deswegen hatte ich ihn noch drin. Gut. Ja, ich hoffe, dann kriegen wir gleich noch auf der Insel hin und dann passt das schon. Ja, da will keiner rüber. Wäre jetzt aber. Ah, okay. Gut. Ich muss echt dazu sagen, ich mache das halt manchmal auch. Wenn ich sehe. Dass einer auch gar nicht anhalten würde, zumindest einmal passiv-aggressiv, wobei sehr aktiv-aggressiv, aktiv-aggressiv in Richtung Straßenmitte laufen, einfach damit der merkt, oh ja, ich hätte hier anhalten müssen. So, wenn ihm immer so einen Rückzieher macht, wie der jetzt hier, ja, ist halt,
Ach, es dauert ja wieder Ewigkeiten, bis er da weg ist. Kollege, mach mal frei hier. Oh, jetzt hat er aber Gas gegeben, du. So. Alles kann ich ausbauen, außer wahrscheinlich dieser auf der Insel, ne? So, da war doch jetzt ein Rollstuhlfahrer, aber der ist weg, ne? Ja, okay. So, einen schönen guten Tag, kann ich Ihnen was verkaufen? Ich habe auch noch, keine Ahnung, $50 iTunes Gift Card. Sehr legal erworben. Nee, okay, kein Interesse. Schade. So, jetzt geht's auf zur Insel. Jetzt haben wir den Kollegen aber die ganze Zeit vor uns. Warum fahren wir denn nicht in einem sinnvollen Takt? Ja, aber vielleicht kann der ja noch ein bisschen die Inselhaltestellen upgraden oder so. Weiß ich nicht. Das wird. Willst du rüber? Muss ich dich jetzt überhaupt drüber lassen? Ja, schleich mal nicht so. Hallo, schleich dich mal eher vorne. Schleich dich mal vom Fußgängerweg runter. Ja, du jetzt nicht mehr. Ihr seid mir zu komisch, unsympathisch. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Nee, nee, finde ich nicht gut, was ihr da veranstaltet. Und vor allem, war da eine Fußgängerampel? Also, konnte man da quasi, ich weiß es jetzt nicht, hätten die da überhaupt fahren dürfen? Ja klar, Fußgänger fahren. Ja, ja, Nuschel, du hättest mal was in dein Bad. So, wir haben mal ein bisschen Autobahn hier. Highway Power, ja 50 halt, ne, aber... So, Island Inn, ist das auch so ein... Das ist quasi diese Hotelkette. Die Holiday Inn, wie heißt das? Gibt aber natürlich auch andere Hotelketten. Ach so, aufwecken. Ja, ich werde das an der nächsten Haltestelle tun. Hoffentlich. So. Ja, gut. Gerade überlegt nicht ganz so schnell, aber das passt schon. So, vorsichtig. Achtung. Naja, gut. Gut, da kann ja mal ganz kurz jemanden aufwecken, ne? Schade, dass es nicht so Doppelhaltestellen gibt. Hab ich nicht auf Fahrkarte gesehen? Was? Hier ist schon hart. Und nochmal richtig schön. Was macht denn mein. Was macht der Drehzahl? So, wir haben aber noch einen. Könnte ich dann bitte auch mal. Danke. Was macht der Kollege denn? Ja, der rasiert aber ein bisschen Baum, ne? Das ist aber mein Mitarbeiter, das ist ein Untergebener. So. Die kann ausgebaut werden, das ist sehr gut. Ich hätte auch gerne noch, dass wir die andere ausbauen können, sonst kommen wir nämlich nicht auf 3. Die andere müssten wir auch noch ausbauen. Das hier ist hier Stufe 4, die andere wäre dann Stufe 2. Und dann könnten wir ausbauen. Also ich hoffe einfach, dass wir die andere jetzt ausgebaut kriegen. Wäre nice. So. Island Inn. Wenn wir das geschafft hätten, das wäre schon sick. So, schwabidabidabidu, schwabidabidu, schwabidabidabdi, ja, ein bisschen schnell. Ach, wir fahren ja mal komplett da so um das, ne, aber hier kann ich auch gar keine Punkte sammeln, weil hier ist halt nichts, keine Kreuzung. Aber man merkt es halt auch daran, dass es auch wirklich jetzt nicht allzu komplex ist, jetzt hier lang zu fahren, ne. Das, ist schon eine ziemlich direkte Folge von, ja, es ist eigentlich gar nicht so krass schwer. Bitte, bitte lass dich einfach upgraden, ne? Ich wäre dir da schon dankbar. Wäre jetzt halt blöd, wenn der andere Bus da keinen Effekt hätte oder so. Aber, ja. So. Bitte lass dich upgraden. Nee. Ach, Schmutz. Ja, ich guck da mal ganz kurz. Also A, lass ich mal den Kollegen jetzt weiterfahren, weil der bringt mir jetzt quasi gar nichts mehr, ne? Kollege, fahr du mal weiter. Ich würde Fahrkarten kontrollieren oder so. Ach, der ist gar nicht auf der Linie, der Bus, doch. Sag mal, wo ist hier die Musik? Wo hab ich denn? Ich hab sie doch schon gezeigt. Ah, hier. Guten Tag. Ja, belastend. So, du, ich guck dir mal über die Schulter, ne, ob du das gut machst. Ja, Golden Island, das ist natürlich jetzt ein Thema, ne? Da kann ich die nicht auf Stufe... Och, das ist doch so belastend. Er ist natürlich im Schnitt nicht auf Level 3.
Ja, gut. Wir werden wohl nie erfahren, was das ist. Wir dürfen dann nochmal schön selber eine Runde fahren. Ja, genau. Da muss ich dann wahrscheinlich schon selber die Haltestellenstufe. Kann ich kurz... Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich übernehme den einfach kurz. So. Ich fahre da einfach mal ein paar Punkte hier auf der Insel, ne? Naja, man muss schon ein bisschen tricksen hier, sonst hast du keine Chance, ne? Wobei wahrscheinlich die jetzt auch nicht wirklich knapp vor einem Upgrade ist. Das ist wahrscheinlich das Problem. Naja, belastend. Vielleicht klappt es. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn wir die am Anfang... Wenn wir die am Anfang gleich gesnackt hätte. So, warte mal. Wir werden jetzt schon einen Bus fahren, wo wir, ne? Direkt dort haben, machen wir das auf. Ich liebe meine Katze einfach. Ah, das ist so schön. Das freut mich so für dich. Ja, ja, es ist so fein. Ich habe eine Idee, was wir machen. Ich habe da einen Plan. So, wir haben leider nicht so viele Pluspunkte gesammelt. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich... Die Haltestellen sind aber auch nicht kurz vom Uprank, oder? Nee. So, und die nächste Haltestelle ist ja wieder außerhalb. Oh, so ein schöner Tag. So, ich habe eine Idee. Fahrkarte, ja, ja, aber... Studieticket, Tageskarte. So, ihr dürft mir gleich beim Fancy-Plan haben zusehen. Ja, ja, ein bisschen Geld kannst du mir gerne geben. Normal, einfach. Bitte. E3 und... Danke. Bitteschön. So, was ich jetzt nämlich vorhabe, ist, ich stelle mir an die Haltestelle, die am Anfang ist, also da vorne, da fahren wir dran vorbei. Haha. Dann warte ich einfach, bis der Bus wiederkommt. Heißt, ich lasse einfach den Kollegen einmal rumfahren. Und dann, ihr seht gleich, was ich vorhabe. So. Jetzt gebe ich dem Kollegen da Punkte, obwohl das... Ja, okay. So, hier ist nichts, ne? Und zwar, ne, ich lasse jetzt nicht den Kollegen fahren, sondern ich stelle mich einfach jetzt hier hin. So. Mach halt die Türen auf. Sag halt, du Kollege, ciao, ciao, ich bin raus. Dann möchte ich bitte aussteigen, dann stelle ich mich hier drüben hin. Und warte auf den nächsten Bus. So. Und jetzt fahre ich mit dem nochmal hier über die Insel. Lässt du mich mal bitte? Möchtest du übernehmen? Gerne. Lass mich bitte hier fahren. Ich bin der Busfahrer hier. Der Kollege steht tatsächlich hinter mir. Der Takt ist ja echt belastend, ne? So. Komm, Abfahrt. Ja, ja, schalten. Ich übernehme den Bus ja immer nur von... So, jetzt fahren wir nämlich einmal um die Insel. Und können nämlich jeweils die Haltestellen dann einmal abklappern. Und das können wir jetzt ein, zwei Mal machen. Und graden somit jetzt effektiv nur die Insel ab. Ist das nicht fancy? Nice, oder? Ihr seid richtig geflasht von meinem Tipp hier. Gut, es gab es leider keinen Bonuspunkt. Das ist schade. Und wir müssen ja vor allem noch irgendeine Haltestelle upgraden. Das ist ja vollkommen irrelevant, welche. Also eigentlich finde ich es dämlich, die Haltestellen abzugraden. Weil da kostet ja richtig Kohle dann, ne? Also... Im Unterhalt, obwohl wir die ja dann gar nicht wirklich brauchen als so gut ausgebaute Haltestellen. Aber ja, was willst du machen, ne? Jetzt fahren wir nochmal den großen Teil der Insel ab und ich hoffe mal, dass das mit zweimal müsste das ja dann eigentlich gemacht sein. So, Achtung. Ja gut, wenn wir jetzt hier noch den Rollstuhlfahrer und sowas, dann... So. Hatten wir denn ein paar Fahrgäste wenigstens? Ja, die hätte ich jetzt kontrollieren können. Das ist ja blöd jetzt. Gut, die kontrollieren wir in der nächsten Haltestelle. So. Was hättest du gerne? Seniorin, einfach ausdrucken. Oh, dankeschön. Das ist sehr nett von Ihnen. Sie passend bezahlen. So, da hätte ich bitte einmal gerne ganz kurz Ihren Fahrschein gesehen. Na klar. Guten Tag. Die Fahrkarten bitte. Dankeschön. Schade. So. Türen zu, Rampe rein. Hallo. Achso, ich muss in dem Modus sein. So.
Und zu damit, ne? Feststellbremse und los geht die wilde Fahrt. Gibt es denn aber Bonuspunkte mit dem... Ich glaube gar nicht, dass der Rollstuhlfahrer Bonuspunkte gibt. Der hört sich auch irgendwie kritisch an, ne? Rollstuhlfahrer gibt Bonuspunkte. Wie ist denn der Stand jetzt davon? Ja, nee, man müsste wahrscheinlich mehr als einmal machen. Sag mal, ihr habt aber auch nicht mehr alle. Nur weil ich ganz kurz auf mein Tablet gucke während der Fahrt. Das finde ich jetzt aber... uncool. Ich glaube auch, also je mehr Level natürlich die einzelne Haltestelle schon hat, desto krasser wird es halt auch wahrscheinlich für die noch ein Level draufzusetzen. Sag mal. Okay, blinkt aber links. Das heißt, hier ist links blinken ein Ding. Oder? Scheinbar. Bitte? Wollen das links abbiegen? Hab ich richtig geblinkt? Spiel? Ah, in der Tat. Dankeschön für den Bonus. Soll ich jetzt nicht rechts abbiegen? Ja, ne, und das machen wir jetzt halt eine Weile so. Das ist genau das Thema, warum ich das Offscreen machen wollte. Ich wollte aber noch meine fancy Idee mal ganz kurz ausprobieren hier. Ist ja halt echt lang gefahren. Ja, tut mir auch ein bisschen leid für euch. Es ist auch irgendwie immer ähnlich. Aber herzlich willkommen, das ist halt ein Let's Play, ne? Und ich habe schon getrickst, also... Ja, kann man schon gut Zeit reinbuttern, ne? Ich meine, das ist halt nicht schlimm, wenn man da das privat spielt, aber das ist exakt das Thema bei den Story-Missionen, wenn man dann, ich sag mal, immer ähnliche Sachen irgendwie immer wieder tut. So. Gib mir den Bonus. Meine Tochter hat mich gefragt, was ich an Seelöwen... Rollstuhlfahrer? Nee? Okay. Ah. Ja, hab ich jetzt... Kann ich dich jetzt upgraden? Ach, ja... Katzenarten untereinander kreuzen können. Das gilt sogar für Pumas und Luchse. Sehr kleine Katzen. Man kennt's. So. Eine Fahrkarte. Mehr braucht ihr doch bestimmt. Hast du die Windeln gekauft, um die ich dich gebeten habe? Schade. Und die Zahnbürste? Du hast die Taschentücher nicht vergessen, oder? Hast du deine Mutter angerufen? Guten Tag. Sie hat mir geschrieben, dass du sie zurückrufen sollst. Ja, hallo. Nein, sie hat gestern geschrieben. Da. Was? Hier, guten Tag, okay. Ach. Ich bin bald zu Hause. Ich dachte, ich könnte ja mir da mal wieder was snaggeln, ne? Und los. Ja, ich weiß, dass ich Haltestellen... Na ja, gut. Gut, ich hätte aber gesagt, ne? Wenn wir jetzt das alte Silo da vorne abgefrühstückt haben, dann sind wir ja quasi wieder so am Ende der Fahrt. Dann würde ich das auf jeden Fall halt mal selber kurz machen. Ja, oder ich... Ja, gut, ja... Im Endeffekt, ob ich das jetzt selber mache oder ob ich euch mitnehme, ist ja eigentlich auch irrelevant, ne? So, komm. Bushaltestelle. Die kann ausgebaut werden. Nice. Ciao. Nee, nee, nee. Du, da kannst du mal meinem Kollegen machen. Ich hab Feierabend. Ciao, ciao. Kakao. Easy Snack. So. Es ist erstaunlich, wie Gold Island von unserem Busunternehmen profitiert. Offenbar fahren die Leute jetzt gern dorthin, weil sie es können. Es sind so viele Menschen hier, die sich an Gold Island erfreuen. Das hat mich inspiriert und ich habe eine Idee. Wir könnten auch Greenwood verbinden. Dort leben viele Menschen, die auch Zugang zu Gold Island haben sollten. Großartige Idee. Und sie gibt uns die perfekte Gelegenheit, auf die andere Seite der Bucht zu expandieren. Okay, das heißt, ich habe mir auf jeden Fall einen Kaffee verdient, hätte ich gesagt. Ihr auch, wenn ihr bis hier zugeschaut habt. Macht's gut, bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Aufnahme. Tschüss.